Yo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu Part 3 unserer Chronicles Box. Wir haben uns das mögliche Highlight zum Ende aufgehoben. Das heißt, die Premier League vollgepackt mit Stars, hoffe ich. Ich schüttle schon mal das Autogramm hier rein. Wir sind auf der Suche nach den Stars aus England. Serie A war sehr stabil. La Liga war eher unterdurchschnittlich. Premier League muss es jetzt rausreißen. Danach haben wir unsere erste Chronicles Hybrid-Box durch und können ein kleines Fazit ziehen. Ich spanne euch gar nicht lange auf die Folter. Ich warte noch auf 3 Pokémon Mystery Boxen aus den USA. Die liegen beim Zoll. Dürfen demnächst kommen. Dann gibt es da für euch Pokémon Freaks auch wieder was zum Aufmachen. Ich hoffe, der Sport Content stellt euch so lange auch zufrieden. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ja, dann lasst mir noch einen Kommentar oder einen Like da. Am meisten freue ich mich natürlich über Subscriber, denn die können bei uns natürlich auf dem Kanal auch immer was gewinnen, genauso wie auf meinem Instagram-Account im Moment. Gut, eine Minute vorgeplänkelt. So schnell bin ich selten. Heißt, letzte Chance, unsere Chronicles-Box was wegzunehmen. Dann muss ich uns wieder was Neues suchen, was wir auf dem Kanal öffnen können. Aber das Schöne ist ja, Tops und Panini hauen sich gegenseitig so ins Gesicht mit nachfolgenden Produkten, dass wir uns da gar keine Sorgen machen müssen, irgendwann mal nichts mehr abzukriegen. Gut, wir gucken uns mal an. Hier die Optics sind mal wieder mehr als Geh- und Verbogen, was ich gar nicht so geil finde immer. Aber das ist leider Standard. So schlimm wie bei der La Liga sieht es auf jeden Fall nicht aus. Wir fangen an. Hat Hakim Ziyech von Chelsea als Base Card. Aubameyang von Arsenal. Inzwischen ja auch bei Barcelona. Vielleicht bald bei Chelsea, also auch ganz wild. Dann eine Rookie Prestige von Tanganga. Ich kenne ihn nicht, es tut mir leid. Auf jeden Fall eine Rookie Card. Base nach James Ward-Prowse. Southampton, Tanguy Ndombele und dann geht es schon los mit unseren Inserts. Heißt, wir sehen im Premier League Opening sehr, sehr häufig den guten Tanguy. Ach nein, wir haben sogar noch eine Base Card. Pablo Fornals wird unser, ja, unser verdecktes Maskottchen, das wir sehen. Und, oh, wir haben ein Historic Ticket von David Beckham. Jetzt bin ich gespannt. Also habe ich noch nicht gesehen bis jetzt bei einem Pull. Ich befürchte, dass es trotzdem nicht nummeriert ist, weil das einfach so selten ist. Aber das finde ich absolut nice. Also, sehr, sehr geiles Insert. Freue ich mich. Muss ich mal gucken. Kommt in meine PC, denke ich. Und hier unten wieder. Ach, da wäre so viel Platz für ein Beckham-Auto gewesen, Digga. Boah, hätte ich da Bock drauf gehabt. Ich sag's euch. Naja. Okay, stellen wir mal hier an die Seite. Ist für mich bis jetzt auf jeden Fall Number One aus unseren Boxen. Gut, weiter geht's. Wir sagen wieder Hallo zu Pablo. Und ziehen als nächstes raus einen Trent Alexander-Arnold von Liverpool. Liverpool-Spieler nehme ich auch immer gerne mit. Ist so ein bisschen mein Chase aus der Premier League. Auch die Nummer 1. Also vielleicht ziehen wir ja alle Nummer 1 Karten. Vielleicht auch eine One-of-One. Wäre doch auch toll. Und ihr wisst, wer kommt. Es kommt wieder Pablo. Und hinter Pablo kommt eine Rookie-Karte von Anthony Robinson. Nicht nummeriert, aber jetzt sind wir wieder bei dem H2-Style. Also ihr seht dieses blaue, also jetzt haben wir den kleinen Sprung drin, weil es geklingelt hat. Aber ging es leider nicht anders. Wir waren bei Anthony Robinson als Rookie in Blau und dann
glaube ich langsam, dass unsere, also diese gepunkteten Parallels und Rage 2 sind. Ich bin natürlich einfach blind in das Set rein. Man kennt ihn. Und man hofft, dass man was trifft. Als nächstes haben wir eine Certified von Robin Koch von Leeds United. Auch die Standardkarte. Also auch wie bei den beiden anderen Boxen. Ist natürlich wieder sehr viel für die Augen dabei. Ich bin ein großer Fan von Chronicles, muss ich sagen. Es wäre schön, wenn man mehr Chancen hätte, was Limitiertes zu ziehen, aber trotzdem, es macht Spaß. Wir haben einen Thiago. Wir haben einen Thiago Alcantara von Liverpool. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Liverpool sind Chase-Karten bei mir auch. Zwei Stück in der Box zu haben, zusammen mit einem Historic Beckham. Da bin ich am Start. Den Kollegen kenne ich nicht von Sheffield. Nichtsdestotrotz ist das Kartendesign trotzdem einfach legendär. Und jetzt kommen wir zu unseren Optics. Da hatten wir bis jetzt noch nie einen Hit, deswegen darf unser guter Pablo auch gehen. Robert Snodgrass, trotzdem noch ein geiler Name von West Bromwich. Dahinter haben wir sogar noch ein Rookie-Ticket von Brandon Williams von Menu, also Back-to-Back-Menu-Spieler. Und die Select kommt von Heuberg. Also, biggest Hit in unserer Hybrid-Box, glaube ich, trotz den beiden blauen in der Serie A, ist der Beckham Historic Ticket. Und noch ein kleines Rookie-Ticket hinterher. Gut, dann würde mich interessieren, wie hat euch unsere Chronicles Hybridbox gefallen? Findet ihr die Dinger cool? Findet ihr sie langweilig? Sagt ihr, da muss noch mehr Action rein? Sagt ihr, da muss noch höherwertiges Zeug gepullt werden? Also, dass wir wirklich garantierte Autos drin haben? Oder sagt ihr, das ist ein cooles Produkt, da passiert was fürs Auge und würde ich mir auch kaufen? Würde mich sehr interessieren, eure Meinung. Hinterlasst mir das gerne in den Comments und dann wie immer vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.